Als wir das Mindestlohngesetz gemacht haben, da haben wir uns sehr schnell in der Großen Koalition darauf verständigen können, dass wir keinen politisch festgesetzten Mindestlohn wollen. Das öffnet Willkür und Populismus Tür und Tor. Sondern wir wollen, und das ist in Deutschland bewährt, dass die Sozialpartner den Mindestlohn festlegen in einer unabhängigen, einer eigenständigen Kommission. Sie haben das Wissen und Sie haben die Erfahrung. Ihnen alleine obliegt es, künftig zu prüfen, welche Höhe des Mindestlohns geeignet ist, zu einem angemessenen Mindestschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beizutragen, faire und funktionierende Wettbewerbsbedingungen zu ermöglichen und Beschäftigung nicht zu gefährden. Damit sorgen Sie dafür, dass Millionen Menschen im Niedriglohnbereich ihren verdienten Lohn bekommen und vor Lohndumping geschützt werden. Die paritätig durch die Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer besetzte Mindestlohnkommission bedeutet eine Stärkung der Tarifautonomie und sie ist im Übrigen auch Ausdruck der lebendigen Sozialpartnerschaft in Deutschland. Eine verantwortliche Aufgabe, nicht wegzugucken, sondern die Wirklichkeit in den Griff zu nehmen und pragmatisch abgewogen vernünftige Vorschläge zu machen. Und zwar, meine Damen und Herren, erstmals bis zum 30. Juni 2016 per 1.1.17 und dann alle 2 Jahre. Ich finde, das ist eine versachlichende Institution, in der es unabhängig darum geht, wir sind völlig weisungsfrei. Denken Sie nicht daran, dass die Bundeskanzlerin oder die Bundesministerin oder der Bundesfinanzminister bei uns anzurufen hat, um zu sagen, wehe, wenn ihr oder wenn ihr nicht. So läuft das nicht. Ganz sicher darf ich in aller Namen sagen, das würden wir uns verbitten. Jo. Steht auch im Gesetz. Ja. Sondern unabhängig zu klären, wie entwickelt sich das, wie haben die Tarifvertragsparteien zwischenzeitlich ihre Tarifpolitik gemeinsam gestaltet und dann einen vernünftigen Vorschlag zu machen.